Hallo und ich grüße dich. Qigong, mein Qigong, würde ich dir gerne jetzt ein bisschen näher bringen. Und so lade ich dich ein und zeige dir drei kleine Übungen aus den 18 Harmoniefiguren. Einfach zum Einstimmen, zum Kennenlernen und Ausprobieren. Es ist immer wichtig, dass du gut geerdet stehst, die Beine sind hüftbreit, der Kopf zieht nach oben und du sitzt so ein bisschen wie auf einem Barhocker an der Stuhlkante. Das ist die Ausgangsposition. Und mit den Bewegungen stehst du einmal immer auf und setzt dich wieder hin. Wir kehren immer wieder zurück zum Berg oder zu unserem Zuhause. Und so beginnen wir. Die erste Übung, wecke das Qi in dir. Du beginnst aufzustehen und die Arme nach vorne zu heben, ganz leicht und entspannt. Lass die Schultern locker und bring die Arme wieder zurück und setz dich wieder hin und lass alles los. Das Qi steigt auf in dir und das Qi sinkt ab in dir. Das Qi kommt aus der Erde, strömt in dich hinein, erfüllt dich und kommt vom Himmel über den Scheitelpunkt und fließt in dich hinein, verbindet sich mit dieser Erde. Mach das noch mit dem Atmen und Ausatmen. Das Einatmen. Die Bewegung hinein und das Ausatmen ins Loslassen hinein. Die zweite Übung. Erweitern wir wieder das Aufstehen und du öffnest die Arme, du öffnest dein Herz für das Leben und schließt es wieder und kehrst wieder zurück in dein Zuhause. Noch einmal, öffne dein Herz. Es ist wichtig, dass du für das Draußen Raum hast, um es wieder in das Innen zu integrieren. Du brauchst beides, das Öffnen und das Schließen. Und je leichter und sanfter du das tust, desto mehr Gewinn hast du, das Öffnen, das Herz, das Leben empfangen und schließen. Und jetzt nehmen wir uns noch die Kraft der Erde. Du tauchst nach unten ein, kreuz die Hände. Deine Hände werden zu zwei Schalen, die das Wasser schöpfen. Du ergießt das Wasser über dich, es reinigt und klärt dich. Du öffnest den Himmel und lässt Licht, Freude, Leichtigkeit in dich hinein. Der Himmel verbindet sich mit der Erde und aus dem Wasser wird wieder der feine Dunst des Himmels und die strahlende Klarheit des Himmels. Wir brauchen beides, das feste, stabile, nährende der Erde und das leichte, feine, bewegliche Freude des Himmels. Hol dir noch einmal diese Energie, so wie du die Außen mit deinen Händen begleitest, so ist es in dir. Und damit kommst du wieder an, genießt und fühlst nach. Und dann beendest du die Übung mit einem Lächeln und einem Dankeschön für dich selbst.
Ich hoffe, dir hat die kleine Übung gefallen und du willst mehr davon, dann heiße ich dich willkommen, mehr zu erfahren, es zu lernen. Komm einfach in Verbindung mit mir. Klick auf den Button, der unten steht, und wir können uns austauschen. Du kannst mehr erfahren. Einfach unten klicken.